Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Spielern am Top 5. Bei mir sind alle Kreaturentypen anwesend, nur nicht über die wir heute sprechen. Das sind unsere Top 5 Vampire. Und zwar passend zu Insert Crimson Vow. Updaten wir die Top 5 Vampirliste, die wir schon einmal hatten. Damals, es ist nicht 2018, ja. Damals unter dem alten Format, das wir uns gestritten haben, wie immer die Listen machen, dass das immer eskaliert. Jetzt schimpfen wir über die anderen Listen. Über die anderen Listen und es ist viel lustiger und angenehmer. Jawohl. Bitteschön. Wer das dir nachschauen will, das war Folge 13, das heißt, das ist schon eine Weile her. Was ist das für eine Folge? 76. Bist du denn? Aus sehr was. 76 ist das. So lange bin ich das schon an. Also Folge 13 war es, also weiter her. Insofern ist ein Update angemessen. Und deswegen ist auch ein Grund, warum das jetzt mein Platz 5 ist, weil das auch ein Update ist. Es ist nämlich der Nachtschwärmer-Plünderer. Das ist der, für die, die es nicht wissen. Nighthawk Scavenger. Genau, danke. Das ist der X plus 1, 3. Der Sternchenmann. Der Sternchenmann. Was? Flying, Lifelink, Death Touch. Der im Endeffekt viel besser ist als der Vampiric Nighthawk, der es damals auf die Liste geschafft hat. Und insofern, Spoiler, und insofern ist das, finde ich, ein massives Upgrade. Was arg ist, weil der ist ja um Welten besser und hat nie gespielt trotzdem worden. Kaum Play gesehen. Ja. Das ist nämlich das Orge. Nein, das ist schon viel gespielt worden. Naja, viel nicht. Na, viel ist übertrieben. Schon viel gespielt worden. Finde ich, also wir haben jetzt, also viel, Vampiric Nighthawk ist damals viel gespielt worden, ist teilweise sogar ein... Das ist ein Jung, das ist anders viel gespielt worden. Ja, eh. Und ist teilweise sogar in Extended gespielt worden. Aber der viel besser ist, der ein eindeutig Upgrade ist, ist weniger gespielt, was ich fast Zeit finde. Aber vielleicht kriegt er nochmal seinen Moment in der Sonne. Glaube ich auch nicht. Jetzt hat er ihn gekriegt, das Platz 5. Mein Platz 5, Gott sei Dank können wir jetzt eigene List machen, dann kann ich nämlich Mephitros Vampire ich auf Platz 5 setzen. Ich kenne das Artwork, aber... Er mit Triskelion. Ist die Maschinenpistole. Genau, wenn eine Kreatur von dir Damage macht, dann kannst du eine +1/+1 Marke drauflegen. Das geht ja nicht. Ah, wieder so ein Endless-Combo, nicht? Ja, genau. Aber also es geht nur auf Kreaturen. Ja. Also kannst du Triskelion alle Kreaturen abballern. Das war damals in Mirrodin-Block die alternative Combo, damit du das Board unter Kontrolle genau, hast. Genau, mit Duffel-Nail hast du die beiden Kreaturen geholt. Und das dann gab es noch die... Jenseitig alt. Die Anti-Tooth-and-Nail-Kombo, dass du das gegnerische Tooth-and-Nail kopiert hast, dir dann einen Mephitros Vampire und wie ist die Uyo irgendwie so Silent Prophet. Ja, ja, genau, die geholt hast, dann die noch einmal das gegnerische Tooth-and-Nail kopiert hast, noch einen Mephitros Vampire geholt hast und noch ein Triskelion und dann hast du alle deine Kreaturen so gepinkt, dass das Triskelion groß genug und dann hast du den Gegner totgeschossen. Das war, falls der Gegner mit Busecho sein Tooth-and-Nail uncounterbar gemacht hat. Mhm. War das die Tech dagegen. Auf jeden Fall, Mephitros Vampire ist einfach eine lustige Karte mit Triskelion. Und das habe ich sehr viel gespielt damals, fand ich sehr lustig. I agree. Mein Platz 5 hat ein eigenes Deck gemacht. Es ist Balustrades bei. Genau gut. Deshalb ist er oben. Ist unplayable eigentlich. Liebe Grüße an Stefan Doppel an der Stelle. Ist unplayable, außer in diesem einen Deck, das er selber gemacht hat. Also in dem einen, in den ja, in diesen vielen Decks. Allen Varianten davon halt, ne? Aber es ist halt einfach diese Art no von Lens. Decks. Ja. No Lens, Balustrades bei. Balustrades bei. Fürchterlich im Draft. Balustrades bei, letzter Pick. Komm, gib weg, Alter. Aber eine gute Karte. Ja. Mein Platz 4 finde ich auch eine gute Karte, wobei er auch etwas weird ist als Vampire. Es ist der schwelgende Patrizierin, die schwelgende Patrizierin. Indulgent Patrician, ist das richtig? Korrekt, ja. Das ist der weiß-schwarz 1/1/3 Flying, immer wenn du ein Leben bekommst. Wenn du drei oder mehr Leben bekommst, kriegt er. Genau, verliert der Gegner ein Leben. Verlieren alle Gegner am Ende des Zuges 3 Leben. Der natürlich eine 6 und er hat Lifelink, er ist 1 der Lifelink, ja, genau, Flying. Genau. Und es ist eine 6-Kombi natürlich mit Doran, weil dann haust du für 3 und zockst gleich alle nach allem für 3. Und er ist auch, es gibt auch das Vampire Lifelink Life-Decks, wo du das machst. Und ist einfach eine, es ist eine Kreatur nach meinem Geschmack. Und ist immer ausverkauft. Ich sag's euch jetzt, ist immer ausverkauft. Ja, weil es halt eine coole Kreatur ist. Defensiv gut, weil es halt verteidigen kannst mit einem fliegenden Lifelinker. Aggressiv okay, kombot mit allen Life-Gain-Effekten. Das unterscheidet halt gut gerade. Mhm. Der Patrick ist schon sehr in dieser Commander-Schiene drin, muss man sagen. Ja, oder? Ja, ich finde das. Patrick ist fix der Commander-Boy. Das ist ja das Thema. Ich glaube, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich echt in den Commander reinkippen, weil ich habe ja damals Highlander angefangen, weil ich mir gedacht habe, das ist das gemütliche Commander, genau, das ist ein lustiges Format, One-on-One,
passt schon, wo ich keine Gruppe brauche, wo ich ab und zu einfach spielen kann. Das Highlander, das kompetitive, hart kompetitive, ich fick euch alle gegenseitig, Deck ist, oder Format ist, das habe ich ja nicht gewusst, bis ich es festgestellt habe, jetzt spiele ich es mir noch also sehr gelegentlich. Niemand hat Verkehr bei Highlander. Ja. Oh ja, ich fühle mich immer ganz hart gefickt von Matthias mit seinen Combo-Dex. Der Patrick ist ein Mensch, der kommt zum Spaß, zum Spielen in den Shop und muss dann nach zwei Partien gegen mich frustriert wieder abziehen. Es tut mir sehr leid. Schauen wir uns das so machen wie ich. Haust den Matthias einmal 6-0, damit er das Deck wechseln muss, sagt, ja, ich wechsle mal das Deck. Das ist nie passiert. Und er weiß es auch. Ich weiß nicht, was du da für Geschichte erzählst. Du bist 4-0 gestartet und im Endeffekt ist es 50-50. Na, 7-6 erzähl halt die 7-6 erzähl die Geschichten halt so wie sie 7-6. Von mir aus. Er hat 7-6 gewonnen. Aber da ist er vom besten Highlander-Spieler der Welt ganz schnell auf Platz 5-6 gerutscht. Ganz schnell. Da habe ich ihm sein Rating zusammengehauen. Mhm, wahrscheinlich. So, mein Platz 4. Wo sind wir eigentlich? Bei Platz 4, Olivia Voltaren. Immer noch eine großartige Karte. Das ist auch was für Commander. Ja, das stimmt. Ist aber in Modern sogar damals gespielt worden. Stimmt auch. Im Chantek, ja. Im Chantek, ja. Das waren noch Zeiten. Stell dir vor, heute wird irgendjemand Olivia Voltaren in Modern spielen. Bolt tot. Ja, oder... Weiß ich nicht. Oder alles andere. Alles andere halt. Also 4 Mana-Kreatur, halt die keinen Impact hat, wenn sie ins Spiel kommt. Ja. Damals war Modern damals viel war, langsamer. Ja, es war auch cool. Warum haben wir damals nicht alle Throne gespielt, für Idioten? Ja. Throne ist doch immer gut. Ja, das ist immer noch gut, ja. Damals war das Format noch langsamer halt, ja. Aber das ist eine coole Karte. Ich finde auch diesen Effekt von... Also das dritte Bein du machst in der Originalzeitung. Zeichnung. Dass du quasi Damage drauf machst und dann die Kreaturen übernimmst. Ja, weil ja. Das war das sickeste. Das finde ich erstens mal gute Effekt, Magic-technisch aber gesehen, aber auch flavormäßig großartig. Richtig geil, ja. Mhm. Bitte sehr, dein Platz 4. Danke vielmals. Danke vielmals. Kalitas Trade of Gate. Eine gute Karte. Ja. Weil wir es vorher nicht gesagt haben. Ja. Habe ich in Standard, in BFZ, OGW, Shadows Over Innistrad rauf und runter im schwarz-weißen Angels-Deck gespielt. Das war der Grund, warum du das schwarz spielst. Kalitas und Obnixilis. Geschichten aus dem Krieg mit Christopher. Geschichten aus dem Krieg. Episode 234. Das war schwarz-weiß. Das war so gestört mit dem Removal, mit dem Doppelschwarz, wo du -5/-5 gibst. Mhm. Grasp of Darkness. Macht also. Und du spielst Kalitas und Grasp und boom und kommt schon der nächste und kommt Zombie und kommt Zombie und kommt Zombie. Und die haben, dann hast du Lifelink auch noch. Kontrollierst das Board. Super gute Karte. Ist kurzfristig auch im Modern Chant gespielt worden. Mhm. Wird aus dem Sideboard immer wieder gebracht. In gewissen Matchups. Aber meist nur als One-Off. Ja, das Excel ist halt gut, aber sonst ist halt auch wenig Impact das Board. Ja. Mein Platz 3 ist der eingeweihte Leser. Warte. Viserys hier. Mhm. Richtig, ja. Ja, einfach ein Sec-Outlet, was keine Mana-Kosten verlangt, ist halt eine super Kombo-Karte. War im Pot gut, nicht? War im Pot sehr gut, genau. War eins der drei Pot-Pieces sozusagen. Eins der wichtigen. Und ist noch immer. Wird immer noch gespielt. Wird noch immer gespielt. Ist noch immer für einige Kombo-Decks relevant. Ist jetzt weniger ein Vampir, als Vampir relevant, als einfaches Kombo-Piece. Und ja, ist einfach eine super gute Karte. Period. Fertig. Mein Platz 3 war damals vor vielen Jahren unser Platz 1, nämlich Bloodghast. Du spoilst ja voll die Liste. Von vor 3 Jahren. Ja, das vielleicht hat es auch keiner gesehen. Wir haben neue Zuseher. An die Zuseher, die damals schon dabei waren, aber einen Schlaganfall hatten und vergessen haben, was die Karte war. Ja, aber viele neue. Okay. Es war damals Bloodghast. Ihr braucht euch die Liste damals nicht anschauen. Oh ja, für die anderen, die wollen wir nicht verraten. Sind relativ viele auch dieses Mal wieder oben, muss ich sagen. Also, Bloodghast ist diesmal nur Platz 3, weil er einfach ein bisschen out of favor gefallen ist. Ist früher sehr viel gespielt worden in aggressiven Decks, vor allem aber so in Dredge Shells als Kreatur, die man günstig Kreatur bringen kann. Aber das hat sich alles ein bisschen verschoben. Wird jetzt nicht mehr so viel gespielt. So ja, diese Discard spielt genau, jetzt. Das sind so eher die Hollow One Decks. Und Vengeweil und sowas. Und genau, und diese Madness, also die Root-Waller-Schiene ist jetzt mehr. Genau. Wird jetzt mehr gespielt. Finde ich es aber trotzdem, ja. Für das, immer was noch mal geleistet ja, hat. Ja, genau. Eine arge Karte gewesen und ja, ab und zu sieht man ihn noch. Mein Platz 3 ist ein 2-Mana 0-1er Dödel, der original alleine nichts kann. Sterben. Aber triggert er nicht für sich selber auch? Er triggert für sich selber auch. Ja. Naja. Aber er ist einfach ein Combo-Piece, genauso wie Balustrade Spy, und deswegen gehört er auf die Liste.
Es der ist Blood Artist, er hat uns in jeglichen Formaten terrorisiert. Es ist fürchterlich, gegen den zu spielen, wenn du ihn nicht wegkriegst. Es vor allem wird auch in Commander viel gespielt, glaube ich. Ja, weil du halt mit Sackoutlets gut, im Creature Mirror Sackout gut. Sackoutlets wie Sarasir vielleicht. Mhm. Wie Sarasir, ja. Also war fürchterlich, gegen diese Karte zu spielen. Sehr lustig mit der Karte zu spielen, muss ich ehrlich gesagt. Ich habe es auch im Pod gespielt, solche Geschichten, nicht? Macht Fun. Ja. Aber ist halt auch eine 0-1er Dödel. Eigentlich Pot. Okay. Aber mit Dom und Win halt auch lustig, nicht? Gut, mein Platz 2. Back to the Commander, Edgar Markov. Ich meine, ich habe ihn gespielt. Er war super sexy, ich finde ihn noch immer cool. Es ist einfach ein... Ich verstehe es halt auch nicht. Es ist schon ein bisschen so... Ein bisschen, um Jugendwörter des Jahres zu benutzen, ein bisschen cringe, Patrick. Sheesh! Nein, weil ich sexy halt anders sehe als ihr. Für mich ist jetzt nicht... Ich meine, ich finde jetzt weniger attraktiv in sexy, sondern einfach... Ich finde es cool, was er so macht. Also bin ich auch sexy für dich, wenn ich hackel für dich, oder? Ja, das finde ich... Christopher ist schon sexy im Verkauf, Alter. Ja, yeah. Im Verkauf ist er sexy. Sexy am Karten sonst ist er ein bisschen cringe. Sheesh! Nein, Edgar Markov einfach... Der Super Commander, weil er halt aus der Commander-Zone viel macht, das heißt, du musst ihn einfach nicht casten. Ja, Frechheit eigentlich, oder? Das ist halt richtig geil. So wie Olora, richtig geil. Genau, wie steht auf diese Commander? Eminence. Ich stehe auf diese Commander, die was in der Commander-Zone macht. Eminem. Real Slim Shady. Please stand up. Mach weiter. Mein Platz 2 ist Cemetery Gatekeeper. Ist eine arge Karte. Ist auch sexy, oder? Ist nicht höher, weil er relativ neu ist und sich jetzt noch nicht so bewiesen hat. Aber das finde ich schon eine sehr arge Karte. Vergleichen Sie ein bisschen mit der roten Talia. Er ist so 2 Mana, hat First Strike und eine Ability, die den Gegner halt behindert. Damaged. Ja. In seinem Gameplan behindert, weil er dann Schaden bekommt und die Anzahl der Karten, die er casten kann, eingeschränkt ist. Vor allem meine, weil ich Karten gerne sehr oft caste. Also ist hauptsächlich auf der Liste oben, weil ich nicht gerne dagegen spiele. Sehr schön. Und ich ihn sehr arg finde. Mhm. Bitteschön. Nicht so gut wie der Hund, aber auch gut. Er verliert gegen den Hund im Kampf. Auf jeden Fall. Jeder verliert gegen den Hund im Kampf, Alter. Außer Uro. Oder Edgar Markov. Okay, aber oder halt 100 Mana. Oder Chameleon Colossus. Aber der ist halt auch ein Hund. Das ist halt wieder unfair. Und eine Schildkröte. Und ein Vampir. Ja, warum das auch. Auf allen das Listen auch eigentlich. Ja, ich wollte hier, aber wird mir immer verboten. Ja. Mein Platz 2 ist Olivia Voldaren. Einfach, weil ich diese Karte sehr liebe. Ich habe den Standard gespielt im Jantec. Es war so Olivia Voldaren into Thrakdusk, um wieder Geschichten vom Krieg zu erzählen. Es war so sick, du hast gegnerische Sachen übernommen. Gegnerische Thrakdusk. Du hast gegnerische Olivias teilweise übernommen. Und dann hast du einfach damals die Legendary Rule gehabt, die gegnerische Olivia gesackt. Oh, tut mir leid. Modern gespielt. Ist halt schade, dass die Karte jetzt für Modern zu schwach ist. Aber, und jetzt sage ich es so, wie es ist, das mag ich an Commander, dass man solche Karten spielen kann. Weil das einfach eine super gute Karte. Nur empfehlenswert. Jawohl. Vielen Dank. Honorable Mentions. Mein erster Honorable Mention ist die vampirische Fluchmagierin. Warte, das ist die mit dem Land, mit genau. Hexmage. Mit Dark Depths. Vampire Hexmage. Das ist immer so ein lustiges Ratespiel, so ein Minigame in den Top 5 was immer. Was ist das für eine Karte? Und dann immer Ratespiel, Pam. Aus dem Grund eben wegen Dark Depths-Combo hat sich eigentlich relativ aufgehört, sogar in Legacy, aber war doch lang, also die Combo so zu machen, war aber schon lange eine Combo-Piece in verschiedensten Formaten, sogar lang Dark Depths und die gemeinsam legal waren. Also deswegen noch immer eine Honorable Mention, halt einfach für historische Errungenschaften. meine zweite Honorable Mention ist für wahrscheinlich zukünftige Errungenschaften, das ist nämlich die gastfreundliche Vampirin. Kartenziehen ist sexy. Und die habe ich auch auf der Shortlist gehabt, habe ich noch runterstreichen müssen. Na, ich habe sie oben gelassen, weil ich Kartenziehen richtig gut finde. Und ja, 2-3 Fliegend ist auch gut, Start. Das ist einfach der bessere Mentor auf dem Meek. Was will man mehr? Und meine dritte Honorable Mention ist ein bisschen eigenwillig. Es ist nämlich Vito Dorn der Rose des Zwielichts. Der war bei mir auf der Shortlist. Ja.
Der ist auch immer ausverkauft. Ja. Der geht ein bisschen in die Schiene Stille von... 50 Vitos in der Woche, die sind einfach wieder weg. Er geht ein bisschen in die Schiene vom schwelgenden Patrizierin. Live, diese... Patrizier. Macht halt dieses Live-Gehen, macht gleich Damage-Schiene, ist super. Kann mit dem einfach, kann auch ganz allein durch halt allen Lifelink geben, das Game gewinnen, weil ja, wenn es genug Kreaturen hast, reicht doch das, da brauchst du sonst kein... Sonst keine, sonst keine Synergien. ja, deswegen sind das meine 300 Mentions. So, Patrick kann wieder Luft holen. Meine Honorable Mentions sind alles Combo-Pieces, nämlich einmal Viserys Seer, Vampire Hexmage und Blood Artist haben wir alle schon genannt und sind deswegen bei mir auch nur Honorable Mentions. Dafür habe ich noch Spezial-Mentions, nämlich einmal eine EDH-Mention und das ist Edgar Markov. Den hat der Patrick fairerweise normal auf der Liste gehabt und eine Special Mention, der Original Senge Vampire. Das sagt, kann, die Special Mention kann ich akzeptieren, das ist Senge Vampire, hat schon verdient, irgendwo erwähnt zu werden. Das ist schon eine geile Karte. Ja. Sehr schön. Ich freue mich, dass ich auch Sachen habe, die noch nicht gesagt wurden. Edgar Markov haben alle oben, der gehört nicht auf die Liste, das ist eine Commander-Karte, sagt Kretzen. dann habe ich noch gut, geil. Vampire Nighthawk, den originalen. Nachtmann. Ich erinnere mich, diese Karte war teilweise brutal teuer, weil sie auch immer, sie ist auch so eine richtige Kiddie-Karte noch immer. Ah, die will ja, ich was da alles oben steht. Das Törpert, was kann der? Der kann alles. Ne? Der kann alles. Eine sehr schöne Karte und ein halber Menschen, weil ganz nah am Herzen und ich bin der Werwolf. Aber Bloodline Keeper ist doch der allergeilste Vampir overall. Also Bloodline Keeper wäre meine Nummer 1 gewesen aufgrund seines Flavors. Mhm. Aufgrund seiner Stats und aufgrund dessen, was er macht, aber er ist halt einfach nicht playable in den richtigen Formaten, nicht? Aber normalerweise ist das die geilste Karte. Aber es gibt halt einen, der besser ist. Es gibt einen, der besser ist. Nein, aber Bloodline Keeper ist eine Karte, der kostet auch schon richtig viel Geld, weil du ihn einfach. Ist das der sich drehen kann, ja, okay. Und dann alle. Ich habe jetzt wohl überlegen, ist der Name, du hast gesagt, ich habe nur nichts. Ah ja, der 2-2er macht. Du kannst halt mit dem Tudor-Alarm auch. 2-2er macht. Machst du unendlich viele Leute, dann flippst ihn und dann sind die auch noch. Plus 2. Ganz sick. Also, das ist. Weil das brauchst du, wenn deine Leute unendlich sind. Du brauchst sie unendlich fett. Das wäre halt auch eine Karte, die ich mir gewünscht hätte für Dracula Secret Lair, Bloodline Keeper. Das wäre so. Da wäre mein Flavor im Herz aufgegangen. Ja. Vielen Dank, bin fertig. Gerne. Mein Platz 1 ist so ein Semi-Cheat-Step. Ich wollte ursprünglich die Blutkünstler raufgeben. Jetzt haben wir schon viel drüber geredet. Nein, ich hab eh beide da stehen. Mhm. Aber der ist halt eine 0-1 und macht nur auf einen Spieler Schaden. Deswegen habe ich die grausame Celebrantin, weil die ist 1-2 und macht auf alle Spieler halt einen Schaden. Das ist halt doch einfach viel besser. Vor allem, nachdem wir jetzt auf volle Commander-Channel sind, finde ich das absolut... Wir wissen nicht mal, dass Halbregen-Commander gebannt ist. Ja, ihr wisst das nicht mehr, weil das auf... Eigentlich hätte ich es wissen müssen, weil es aus meinem Deck ja rausgekommen ist. Ja, vor allem, wenn wir Notion Sieve reingeben. Aber ja, du redest so schnell und ich glaube dir mal alles. Ich bin so vertrauensselig. Nein, aber die Celebrantin ist halt mit Weiß-Schwarz in der richtigen Farben sozusagen und 1-2 ist halt schon so viel besser als 0-1, weil sie halt an vielen Sachen nicht stirbt und an allen Sorgen, ist im One-on-One wurscht, aber im Commander halt schon viel besser. Wirklich, er geht in seine sexy Schiene die ganze Zeit. Ja, aber bei dir ist halt alles krank. FSK 18. Ich bin jetzt immer nur sexy, bei dir ist alles krank. Wie ist sick, das sick, sick. Er ist wirklich sick. Unser Platz, der richtige Platz 1, richtig. Ist nämlich in den richtigen Farben und ist die richtig sicke Karte. Es ist nämlich... Falkenrad Aristokrat. Genau. Das ist halt der sickeste Vampir. Ja. Der ist nicht mal sexy. Der dünkelt dich halt. Also wenn der nicht sexy ist, dann weiß ich nicht, Alter. Der ist 4-1. Der schaut nämlich auch attraktiv aus für einen Vampir. Ist zwar nicht so schön wie Olivia Voldaren, aber die Karte ist halt... Die, hat die haut dich halt dermaßen schnell um. Die und Stefan Klein hat sie immer oben liegen, wenn du da denkst, du bist stabilisierter Film. Ja, wenn du Pelleszähler spielst, als nächstes kommt Falkenrad. Hat halt Haste, ist 4-1 und du kannst halt irgendwelche Deppen wegsäcken. Und selber wenn es kein Human ist, ist sie indestructible bis zum Ende des Zuges. Das heißt, du kannst halt auch so kack wie Questing Beast totblocken. Und wenn es ein Human ist, wird sie halt einfach frisst den auf. Mhm. Das ist halt flavorful auch noch. Und wird immer blader. Sicke Karte. Hat richtig halt keine sick. Drei Beine wie Olivia Voldaren, aber
Hat du schaust immer damit so. Kennst du nicht das originale Artwork von Olivia Vuldarin? Die hat einfach, da haben sie irgendwas verbockt. Da haben sie irgendeinen Scheiß gemacht und im originalen Artwork von Olivia Vuldarin hatte sie drei Beine. Darum hält sie das Kleid so komisch. Da war das dritte Bein und dann haben sie gesagt, hey, warum soll die drei Beine haben? Das hat keinen Sinn. Dann haben sie das dritte Bein rausgerendert und seitdem ist das einfach ein Running Gag und überall, wo Olivia Vuldarin ist, werden dritte Beine dazu gezeichnet mit Photoshop oder sowas. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung davon. I heard it absolutely ganzheitlicher first. Magic Channel. Und bezüglich Falkengard Aristokrat muss ich sagen, ja, ich verstehe am Papier, dass es eine gute Karte ist. Ich muss gestehen, ich habe nie in meinem ganzen Magic-Leben dagegen gespielt und noch nie damit gespielt. Ja, das ist ein Fehler. Sephiroth. Ich habe noch nie, dass jemand, vielleicht damals im Standard mal ein, zwei Mal, aber nicht mal viel. Die ist mir nie am Nerv gegangen, die war nie aggressiv für mich. Ich habe nie gecastet. Die ist mir so am Kopf vorbeigegangen. Das war halt Doom Traveler, Lingering Souls, Falkenrad Aristokrat. Schieb zusammen, mein Freund. Mhm. Schieb einfach zusammen. Die wirst nicht los. Die überlebt halt einfach. Mhm. Vollkommen an mir vorübergegangen, die Frau. Das war halt ein Grund, warum er teilweise in Madu Humans gegangen ist. Und nicht nur die blau-weiße Humans gespielt hat. Er sagt, okay, du nimmst Souls dazu und du nimmst Falkenrad dazu. Okay. Boris Charm. Falkenrad, Boris Charm. Double Strike. Okay. Ja, gute Karte. Ja. Geile Karte. Von mir aus. Stehe ich sehr drauf. Ich bin fertig. Ihr seid auch fertig. Ja, wir sind fertig. Du bist der Letzte. Insofern wir warten fertig auf dein Outro. Ja. Mein Outro. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr eure Top 5 von Bierlisten drunter posten. Ich hoffe, ihr habt Bloodline Keeper und Falkenrad euch sogar drauf. Sonst scheiß man nicht an. Ich schaue es mir trotzdem an. Patrick schaut sich alles an, weil Patrick liebt allzu sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt es über liken und subscriben auf Facebook, YouTube und unserem Discord. Unserem Discord-Server beitreten, unserem Irgendwas-Channel, irgendwas machen, was anderes auch. Instagram-Channel folgen, ihr könnt den Patrick zuspammen auf Twitter, weil er liebt euch alle. Und ansonsten könnt ihr uns im nächsten Video sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Ba. Ay, 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 ay. Heusky, Heusky.